Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Irgendwie hatte ich gerade mein Mikro nicht ans Laufen bekommen, deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt sind wir wieder unterwegs in Südkursan im aktuellsten Kontinent von Lost Ark. Und bald, habe ich schon gehört, soll wohl Nordkursan kommen, also wie es aussieht, dauert es nicht mehr lange. Dann kommt hier oben noch ein Kontinent dazu. Ja, soweit ich weiß, 9. Oktober, also bald, haben wir wieder einen neuen Kontinent, haben wir wieder eine neue Storyline. Und ja, wir müssen erstmal die Storyline hier fertig. Ja, wir sind hier gerade im verfluchten Land. Ein trostloses Land, das von der Aura des Chaos eingefärbt ist. Obwohl Kursan nur wenig Kontakt mit anderen Kontinenten hat, gibt es für Leute von außerhalb einen alten Hafen. Hierhin mussten wir uns im letzten Let's Play, schon was länger her jetzt, weil ich krank war, durchkämpfen. Ja, hier war eine rote Barriere von Kristallen. Und ihr seht, die Kristalle sieht man hier auch überall auf der Map. Ja, und bald müssen wir hier in die Stadt der Asadi-Lane. Er baut auf riesigen Sylmael-Minen und alten Ruinen. Unter Tamuts Führung kämpfen sie gegen das Chaos. Die Asadi-Lane, ja, also die Lane kennen wir schon hier von Phaeton. Die wohnen ja auch hier, die Lane. Das sind ja so Halbdämonen sozusagen. Und genau, hier heißen die Asadi-Lane und es gibt noch andere. Ja, die werden wir jetzt gleich kennenlernen. Und wir machen hier die Hauptquest einmal in die Klagewüste, wo der riesige Chaoskristall ist. Mal gucken, wo der ist. Ja, müssen wir uns mal anschauen hier. Ihr seht, wir haben hier noch einen Triporter auf. In dem Assa-Außenposten sind wir noch nicht. Also die Assa-Delane sind die netten. Und dann gibt es noch böse Delane. Ich glaube, die heißen Venus. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, weil das schon was länger her ist. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Wenn ihr Fragen zu Lost Ark habt, zu Elder Scrolls Online, zu WoW, zu Assassin's Creed Valhalla, zu anderen Spielen, die ich hier auf dem Kanal spiele, dann einfach fragen. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Klagewüste. Die Venus Delane versuchen durch Opferung von Asadi Lane mehr Macht zu erlangen. Also da seht ihr das. Böse, gut. Das Geflüster muss bis zur Quelle zurückverfolgt und beseitigt werden. Ja, also wie gesagt, ne, wenn ihr Fragen habt zu den ganzen Events, zu Gildenbelohnungen oder was auch immer, ne, einfach in den Chat damit, Lost Ark ist ja kostenlos, könnt ihr also fragen. Und hallo an Elincia Vahana, die am Titisee ist und schlechtes WLAN hat, aber immerhin eingeschaltet. Wunderbar. Sehr nett von dir. Gehen wir mal in die Klagewüste. Ihr seht schon, Südkursan ist nicht ganz hübsch. Ja, alles sehr verrottet und ziemlich braun, grau. Ja, mal gucken, ob es irgendwo noch hübscher geht. Werden wir sehen. Amel ist natürlich auch hier. Der ist ja wichtig. Und auch hier sind Chaoskristalle, wo die Lane drin eingefangen sind. Das Flüstern wird immer lauter. Ren sieht sich vorsichtig um. Dieser Venus-Abschaum, wo sind sie hin? Sie könnten ein paar Fallen hinterlassen haben, also seid alle vorsichtig. Lass uns zuerst dieses Ding zerstören, dann gehen wir rein. Wenn es eine Falle ist, müssen wir vorsichtiger sein. Ach so, wenn das Spiel zu laut ist, sagt Bescheid. Weiter. Ja, ich mach's mal ein bisschen leiser. Ja genau, wir suchen einen riesigen Kristall. Mal gucken. Wenn ich hier nicht gerade in irgendwelchen Instanzen rumlaufe, wie jetzt hier gerade, dann braucht man bei Lost Ark
auch immer so ein bisschen die Info, wo sind Mokoko-Samen und andere Sachen. Also ist nicht immer alles ganz einfach zu finden hier. Manche Sachen sind halt gut versteckt. Und ja, für manche Sachen muss man sogar kleine Rätsel lösen. Und deshalb gebe ich euch jetzt hier mal so einen Link in den Chat. Da könnt ihr ein wenig spinksen, wo wir gerade sind, in welchem Land wir gerade sind und was wir hier alles suchen müssen. Das ist lostarkmap.com. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr spezielle Sachen sucht auf einem Kontinent, für zum Beispiel den Abenteuerfolianten. Ne? Da braucht man ja immer mal so Infos fürs Kochen oder für Monster oder für Sammelstücke. Dann genau ist dieser Link ein sehr guter Guide, finde ich jedenfalls. So, wen haben wir denn hier? Der Delaney ist tot. Die Venus sind alle tot. Okay, das sind jetzt die Bösen. Ja, es sind ja auch Dämonen hier, ne? Also, eigentlich sind wir ja hier, weil wir mit der Lost Ark gegen die Dämonen kämpfen wollen. Aber die Delaney sind halt auch ein bisschen übernommen. Halt. Diese Venus-Leiche hat auch keine Chaos-Scherbe in der Brust. Und die Wunden herum sind außerdem Krallenspuren. Amel sieht Ren mit einem komplizierten Gesichtsausdruck an. Diese Wunden, das war kein Tier. Tiefe und scharfe Schnitte, typische Spuren der Venus. Ren sah sich die verstreuten Venusleichen an. Haben sie sich einfach alle gegenseitig umgebracht? Die Venus sind wahnsinnig, verzehrt von Macht und Begierde. Sie sind getrieben, Chaosscherben zu verzehren, um zu Dämonen zu werden. Die größte Ehre ist für sie, sich in etwas Dämonisches zu verwandeln. Hallo Kundi, auch dir einen schönen guten Abend. Schön, dass du hier bist. Heute mal wieder endlich bei Lost Ark. Wenn wir den riesigen Chaoskristall finden, entdecken wir vielleicht weitere Hinweise. Los jetzt. Bitte hör auf damit. Wer ist Gebet? Kario, die Stärke, Behemoth zu töten. Macht, ich muss um jeden Preis. Wie töricht. Und wo sind jetzt die Delaney, die wir hier treffen sollten? Was hast du getan? Sie wären sowieso gestorben. Schwache haben in diesem Land keinen Platz. Nur mit Stärke kann man überleben. Bringt die Überlebenden zu mir. Ich werde sie gut einsetzen. Er hat alle getötet und ihre Chaosscherben absorbiert. Ich glaube, der war vorher noch nett. Kario, warum? Warum hast du das getan? Genau. Jetzt ist er verwandelt. Gegen den Erzdämon zu kämpfen. Doch als Kaseros Rückkehr näher kam und die Dämonen und Wächter Kursan durchkämmten, erfuhr ich die Wahrheit über die Asa. Wir waren zu schwach.
Ich musste einen anderen Weg zum Sieg finden. Was habe ich verpasst? Jede Entscheidung traf ich fürs Überleben. Kaseros hat so viele Unschuldige getötet. Ich wollte Rache. Ren, ich kenne dich. Dich verlangt es ebenso nach Rache. Du hast recht. Und ich werde sie bekommen. Als eine Asar. Überlebe, Ren. Rain, wer sind diese Leute? Unwirksame Rache. Okay, was bedeutet das? Besiege die Delane in der Klagewüste. Ja, okay. Sehr schön. Haben wir hingekriegt. Ich bin nicht hier, um Rache zu nehmen. Ich wollte nur unsere Kräfte vereinen und Behemoth gemeinsam besiegen. Allein diese Hoffnung hat mich nach Khursan getragen. Ren schweigt, während sie auf die Stelle schaut, an der Kario verschwunden ist. Sehen wir nach, ob die Asar in Sicherheit sind. Ich komme schon zurecht. Mach dir keine Sorgen. Du bist... Ren! Du bist am Leben! Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Nenn mich Peter von den Asar. Peter sieht eure Gruppe an und spricht weiter. Danke. Dank euch sind alle in Sicherheit. Kario, ich hätte nie gedacht, dass er so etwas tun würde. Und was macht ihr alle hier? Nachdem Gimit und ich aus Elnat geflohen waren, versuchten wir lange Zeit, die verstreuten Überlebenden zu retten und zu beschützen. Dann nahmen wir Kontakt zu Kario auf. Kario führt uns hierher. Verdammt, wenn ich jetzt daran denke. Vom ersten Moment an kam uns etwas seltsam vor. Aber wir waren so verzweifelt auf der Suche nach Sicherheit, dass wir alle Warnsignale ignorierten. Hätten wir doch nur etwas getan, als er den Venus, dem wir begegnet sind, brutal ermordet hat. Dann hätten vielleicht nicht so viele sterben müssen. Peter brodelt vor Wut. Warte mal einen Moment. Was? Ich kann mich wieder bewegen. Danke. Rin! Das war unheimlich. Schon gut. Du bist in Sicherheit. Amel kann doch wieder welche retten. Sehr schön. Die Asar murmeln ungläubig vor sich hin. Die Lane mit heiliger Kraft? Das sind unsere Kameraden. Sie helfen uns, nach Elnir zurückzukehren. Die Wunde ist verheilt. Mein Körper ist so leicht. Ich kann wieder kämpfen. Sehr gut. Wir können wieder kämpfen. Eine Rückkehr nach Elnir ist verrückt. Eigentlich würde ich sagen, dass es eher sinnlos oder selbstmörderisch ist. Die Chaoskristalle der Venus sind alle miteinander verbunden. In diesem Augenblick verwandelt sich ganz Khursan langsam in ein Land des Chaos. Schon auf der Reise dorthin würde uns der Wahnsinn befallen. Was bringt es also, Elnat zurückzuerobern? Wir müssten Elnat aufgeben. Über Kaseros und die alliierten Streitkräfte.
Ich verstehe, was du sagst, und ich erkenne die strategische Bedeutung. Aber es gibt eine ziemlich große Hürde, bevor deine alliierten Streitkräfte hier in Khorsan landen können. Du musst alle Chaoskristalle in Vespa und Elniad vernichten. Wenn wir, die Bewohner Khorsans, es nicht aushalten, haben Außenstehende keine Chance aufs Überleben. Aber noch wichtiger ist, dass sich hier in der Nähe ein riesiger Chaoskristall befindet. Wir müssen uns schnell von ihm entfernen. Ansonsten enden wir noch wie Kario. Ich denke, den wollten wir zerstören. Okay. Da steht, untersuche den Kristall. Also nicht entfernen, sondern gucken. Ich würde ihn ja gern kaputt machen, ne? Oh ja. Ui, der ist groß. Eine mächtige Energie geht von diesem Riesenkristall aus. Du vernimmst ein so intensives Flüstern, dass du das Gefühl hast, dein Kopf würde explodieren. Du fragst dich, wie viele Assar geopfert wurden, um einen Kristall dieser Größe herzustellen. Du schwörst, den im Chaoskristall gefangenen Assar zu helfen, ihre letzte Ruhe zu schenken. Ihre letzte Ruhe zu finden, müsste da stehen. Ne? Oder? Ihnen letzte Ruhe zu schenken oder ihre letzte Ruhe zu finden. Also auf jeden Fall war es falsch geschrieben. Das sind immer mal wieder Sachen, darum rede ich auch manchmal so abgehackt und komisch. Weil die Übersetzung, ich sag mal, semi-optimal ist. Jetzt machen wir ihn doch kaputt, sag ich doch. Erschütternde Verzweiflung. Errichte eine Basis der alliierten Streitkräfte. Genau, das wollen wir als erstes hier schaffen. Und deshalb, genau, machen wir noch zwei andere Steine kaputt und dann können wir das wohl auch endlich. Sehr gut. Was meinst du? Wie? Was ich auch tat, er ließ sich nicht zerbrechen. Hm. Ah, ich bekomme das hin. Dass du sie zerstören kannst, ziemlich beeindruckend. Andererseits scheinst du immer wieder das Unmögliche möglich zu machen. Kennst du mich? Natürlich tue ich das. Und ich hätte dich hier nie erwartet. Du hast doch in Plekias unterirdischen Heiligtum gewütet, um die Delane zu retten, oder? Nach so einem Ereignis vergisst man das Gesicht nicht. Ich war der Cousin Delane, der die Geheimtür geöffnet hat. Geh mit. Ah, ja genau, ich erinnere mich an dich. Schon komisch, damals habe ich dir geholfen, nun erhalte ich die Hilfe. Danke. Ren scheint sich sehr auf dich zu verlassen. In Elnath war sie besessen davon, alles selbst und perfekt zu machen. Es war klar, dass sie sich übernahm. Wahrscheinlich tat sie es, um ihren Vater und unseren Anführer der Assar, Tamut, zu beeindrucken. Weiß Ren von Tamuts Verschwinden? Ja. Ich verstehe. Sie zeigt es vielleicht nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie besorgt ist. Ren respektiert Tamut wirklich. Sie denkt, sie versteckt es gut, aber alle Assar von Elnath kennen die Wahrheit. Bitte beschütze Ren weiterhin. Sie mag uns als Hindernis für sie in Elnath betrachten. Sie mag uns als Hindernis für sie in Elnath betrachten. Aber es ist ziemlich klar, dass du auf dich selbst aufpassen kannst und mehr. Nee, ist klar. Ja, das schaffen wir. Auf nach Elnath. Wir werden Kaseros bekämpfen. Jo, auf jeden Fall. Ah, endlich. Endlich gute Nachrichten. Wenn ich schon sterbe, sollte ich dann nicht Kaseros Untergang miterleben? Es fühlt sich endlich so an, als würde mein Blut richtig fließen. Die Zerstörung des Chaoskristalls lässt mich hoffen. Hm, Gemet starrt dich mit einem seltsamen Blick an. Was ist? Das, was du da in der Hand hältst, es leuchtet. Das Licht von Jos Halskette flackert. Ich sollte den alliierten Streitkräften einen Bericht über unsere Fortschritte geben. Okay, machen wir das mal. Unsere Kommunikationskette hier. Es war nur kurz, aber die Kette hat reagiert. Seit unserer Ankunft in Vespa wurde die Verbindung unterbrochen. Warte, Amel denkt tief nach. Dass Shandys Halskette bei unserer Ankunft durchtrennt wurde und so kurz nach der Zerstörung des riesigen Kristalls wieder verbunden wurde, kann kein Zufall sein. Stört Kaseros Macht etwa die Macht der Illusion? Ja.
Wenn wir die verbleibenden Chaoskristalle zerstören und die Störung reduzieren, können wir vielleicht wieder mit den alliierten Streitkräften kommunizieren. Es gibt hier wahrscheinlich noch mehr Kristalle, die die Illusion zerstören. Wir müssen sie beseitigen. Okay. Was jetzt noch übrig bleibt, ist... Zwei Kristalle, haben wir in der Errungenschaft gesehen. Meinen Erkundungen zufolge gibt es noch einen. Okay. Die Energie aus den Kristallen in Vespa fließen an zwei Orte zusammen. Genau hier und in der Venus-Basis. Wo befindet die sich? Sie ist nicht weit von hier entfernt, aber die Sicherheitsvorkehrungen sind sehr rigoros. Sie ist voller Chaoswächter und Venus. Deshalb können wir uns nicht ohne weiteres über eine gewisse Entfernung nähern. Für den Moment haben wir uns unsere eigenen Pläne ausgedacht. Ziehen wir los und besprechen sie. Wir betraten die Klagewüste, um den riesigen Kristall zu zerstören. Ich spüre eine unheimliche Stille. Ja, das war die erste Instanz. Seitdem sich das Miasma im Ozean ausbreitet, ist Vespa ein ganz anderer Ort geworden. Ja, also hübsch ist es hier nicht, ne? Da hatten wir echt schönere, verschiedene Bereiche. Also da war halt Plekia schon schön im Gegensatz zu Südkorsan. Aber... Oder Voldis, Elgazia. Aber klar, muss ja so sein. Ne? Wir sind ja im bösen Gebiet, da muss es ja auch hässlich sein. Ja, hier wartet ja Kazaros auf uns. Das Flüstern, es ist verklungen. Das ruckelt jetzt gerade ein bisschen, aber ich hoffe, die Übertragung ist gut. Wie geht's euch eigentlich so? Morgen, ein Feiertag. Wir können jetzt ein, zwei Stündchen spielen hier. Alles gut bei euch? Und da haben wir wieder einen Named gefunden. Einen aggressiven Miasma-Dämonenhund und sind bei 15%. Oh, das hört sich doch gut an. Jetzt besteht Hoffnung für uns. Unsicher? Manchmal... Reden die alle übereinander. Da muss man irgendwie mit klarkommen. Ja, wir gehen mal kurz hier runter. Hier müssten noch ein paar andere Names sein, laut dem Guide. Wenn wir einmal hier in der Ecke sind, dann möchten wir auch gucken, ob wir die anderen alle erledigen. Da ist zum Beispiel der nächste. Und was kriegen wir hier natürlich? Wieder Fleisch, ne? Irgendwas Vertrocknetes. Ich denke mal, das hilft uns dann auch wieder zum Kochen. Also für die Errungenschaften beim Kochen. Wie sieht es denn bei euch aus mit einem neuen MMORPG? Wie sieht es denn aus bei euch mit Throne and Liberty? Ist das was für euch? Habt ihr das mal ausprobiert? Wollt ihr das mal ausprobieren? Soll ich das mal hier auf dem Kanal spielen? Oder sollen wir uns weiter mit Assassin's Creed beschäftigen? Erzählt doch mal, was ihr hier gerne sehen würdet. Oder mehr Lost Ark wieder. Mehr Elder Scrolls Online. Erzählt doch mal so eure Wünsche. Was euch interessieren würde. Boah, so viele Viecher. Wir müssen aber kurz hier lang. Sorry dafür, ne? Ich weiß, ihr wollt alle die Story natürlich weitersehen. Aber sind halt noch andere Sachen, ja? Neben irgendwelchen Geschichten sind hier in der Ecke auch noch Panoramen und sowas, ja? Und wir wollen ja alles fertig kriegen. Deshalb machen wir jetzt hier eine kleine Rundreise. Das war jetzt auch wieder ein Named. Das war jetzt, was war das für einer? Miasma Dämonenhund. Okay, den haben wir auch gefunden. Ja, das Schöne ist halt, dass wir wirklich so immer wieder hier weiter aufräumen.
Miasma-Dämonen im Mund, hatte ich den nicht schon? Aber der hat den gerade neu eingetragen in... Ne, den hatte ich wohl noch nicht. Okay. So, hier in der Ecke gibt es jetzt gleich noch ein Panorama. Wir reiten gleich durch, ne? Also jetzt gehen wir erstmal ein bisschen zu Fuß, damit wir uns hier ein bisschen umgucken können. Aber zurückreiten wir gleich. Dann geht alles was schneller. Ich hoffe ja immer auf diese Sammlungs-Items. Die droppen halt echt schlecht. So, da gucken wir uns doch hier mal um. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Nee, ist klar. Super. Wieder ein neuer Aussichtspunkt. Das war Miasma-Lande. 17,5%. Hier geht es aber gerade rund. Und hier haben wir jetzt auch ein Korsan-Überlebenshandbuch gefunden. Das erste Sammlungs-Item, nachdem wir hier fast schon durchs erste Gebiet komplett durch sind. Ist echt heftig, wie wenig es davon gibt. So, und hier soll irgendwo, ob er es glaubt oder nicht, ein Mokoko-Same sein. Da ist er. Seht ihr, man sieht gar nicht auf der Map, dass man hier lang gehen kann. Ja, wenn man dann aber hier hingeht, dann kann man einfach hier den Weg benutzen. So ein bisschen, wenn man die Map nur so besucht, da geht man gar nicht hier lang, weil man denkt, ach komm, in die Ecke gehe ich nicht. Und dann sieht man, da ist noch eine kleine Abzweigung und da ist dann Mokoko-Samen. So, dann soll hier noch einer sein. Insgesamt auf der Map sind 17. Oh Gott, auf dieser Map 17 Stück. Sind fast durch und haben erst zwei. Haha, das ist immer heftig. So, da ist der nächste. Ja, ich bin da so ein bisschen, wie nennt sich das, energisch. Ich möchte, wenn dann schon, alle Mokoko-Samen finden. Ja, also nicht wirklich alle, aber doch ein Großteil, sage ich es mal so. So, und jetzt können wir aber auch reiten. Nein, können wir nicht. Erzählt doch mal, ihr seid heute wieder so still. Spielt ihr noch Lost Ark? Spielt ihr Elder Scrolls Online? Was spielt ihr so? Wie weit seid ihr in dem jeweiligen Spiel mit eurem höchsten Charakter? Also habt ihr hier zum Beispiel bei Lost Ark die 1595 geknackt? Oder seid ihr höher, niedriger? Oder bei Elder Scrolls, was ist euer Champion-Level? Steht unsicher? Wenn du das trägst, kennst du den Standort. Solange wir das haben. Okay, jetzt aber mal weiter die Quest. Das hier ist ein besonderer Assar-Stein. Ren betrachtet den Assar-Stein, den Gemet ihr gegeben hat, mit schwerem Blick. Gemet zufolge gehört dieser Assar-Stein einem Assar, der den Chaoskristall geopfert wurde. Nachdem Gemet ihn geborgen hatte, stellte sich heraus, dass dieser Stein mit dem Chaoskristall verbunden war. Fast so, als ob die Chaoskristalle in der gesamten Vesper-Region miteinander verbunden sind. Mal sehen, ob es eine Reaktion gibt. Okay. Dann schauen wir uns den mal an. Der führt zu einem Kristall. Du bist immer noch so vorsichtig, wie eh und je. Eine Schwingung im Stein. Nördlich von Vesper gibt es ein in dunklen Rauch gehülltes Gebiet. Die Energie des Dämonen macht es schwer, sich ihnen zu nähern.
Ren hat mir erzählt, dass Nefer dort Krieger versammelt. Also werden Peter und ich die Leute zum Außenposten führen. Du solltest dich uns anschließen, wenn du kannst. Sei bitte vorsichtig. Achte da draußen auf dich. Okay, ui, schon wieder Kartenpakete. Und jetzt haben wir das erste Problem. Wir haben keinen Platz mehr. Aber haben wir dann Sammelitem gefunden. So. Nördlich von Vesper. Jetzt müsste es gehen. Ein in dunklen Rauch gehülltes Gebiet. Yes. Und Abenteuerfoliant auf 20%. Jawohl. Wir kriegen eine neue Karte, Kami. Auf 21% sogar. Jetzt sehen wir auch hier die Hauptfiguren in der Weltquest. Auch die hat sich weiterentwickelt. Sehr schön. Was haben wir hier? Einen epischen Trank, 4 Spezialisierungen, Mannschaftsmitglied, Beziehungsitem, ein Beziehungsitem mehr, ein Flammenspeer. Naja, gut. Gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. So, jetzt Kami hat wieder einen Platz gebraucht in unserem Kartenkader. Ich muss ein bisschen aufräumen, weil ich habe immer so ein bisschen Knappheit mit dem Gepäck. So. Und ich habe nicht immer die Kristallaura aktiviert. Ich kann also auch nicht immer unterwegs verkaufen und sowas. Manchmal ein bisschen problematisch. So. Ja, was nehmen wir denn jetzt hier schon wieder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir den. Man kriegt sowieso mal Zufall raus. Ja, ich habe ein paar, wo man aussuchen kann, aber im Moment bei den Zufalldingern bin ich da nicht so hinterher. Gut. Ja, jetzt haben wir wieder ein paar Plätze frei. Ja, ich könnte auch die Kristalle auch benutzen, aber im Moment geht es auch so. Ich könnte vor allen Dingen mal ein paar Sachen kaputt machen, die man nicht mehr braucht. Wo die hier wollte ich eigentlich? Naja, gut, so zack. Komm. Bringt so alles kein großes Gold mehr, weil Gold bräuchte ich eigentlich für Upgrades, aber mir reichen die Items so, wie sie im Moment sind. Ja, im Moment ist auch das Oktoberfest, ne? Damit ihr Bescheid wisst. Da könnt ihr wieder im Eventladen euch neue Sachen holen. Sorry, ich bin im falschen Ding. Hier im Eventladen. Und da könnt ihr euch jetzt hier wieder Feon oder Verstärkungsmaterial holen. Bücher, Beziehungsitems. Ja, alles, was man braucht, außer Gold. Und das ist das, was ich brauche. Also von daher bringt man dort alles nichts. Weil ohne Gold kann ich sowieso nichts upgraden. Und im Spezialladen, ne, wenn ihr also hier 100 Stück habt, dann gibt es hier noch ein bisschen bessere Belohnungen. Ne? Aber leider halt, wie gesagt, kein Gold, aber eine Bierkappe. Ja, das ist ja auch was. nicht so interessiert. So, was haben wir denn hier? Blau schimmernde Münze bringt Piratenmünzen. Man kann ja immer mal gucken, ob irgendwo mal steht, du kriegst 1000 Gold dafür, aber außer aus Unas Tagesaufgaben und so, ist es echt immer schwer, Gold irgendwo rauszuholen. Und die machen ja einen Event nach dem anderen, damit man immer Upgrade-Items bekommt und sowas alles, ne? Also das wollen sie ja unbedingt, dass man die ganzen Materialien kriegt zum Upgraden, aber dann wirklich das Gold dafür verteilen, das tun sie nicht. Und das ist das Problem. Deshalb werde ich, glaube ich, nie 1600. Wie Gemit sagte, suchen wir den Ort, der in dunklen Rauch gehüllt ist und folgen dem Assarstein. Ja, aber wir haben auch hier eine Nebenquest. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ipri. Sekani, unser Sekani. Schluchz. Bitte hilf uns. Sekani, wir haben versprochen, unsere Familie gemeinsam zu besuchen. Bitte wach auf. Ich traf auf ein Geschwisterpaar, das Kario überlebt hat. Der ältere Bruder wurde jedoch schwer verletzt und liegt wahrscheinlich im Sterben. Ich werde Ihnen die letzte Bitte erfüllen. Okay. Ah, der liegt hier. Sekani, du musst stark bleiben. Ja, du musst aufstehen. Oh, sorry, ich muss gerade niesen.
Da muss ich mal das Mikro ausmachen. So. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Bleib am Leben und komm mit mir. Ich gehe nirgendwo hin, aber ich danke dir. Meine Chaosscherbe. Bitte übergib sie meiner verbleibenden Familie. Und Kepri, bitte, mein Schatz. Seine kurzen, schnellen Atemzüge kommen abrupt zum Stillstand. Er ist tot. Der Körper des Jungen löst sich langsam im Wind auf, endlich in Frieden ruht. Nein, nein, Venus, diese Monster. Oh je, was hat das Kind ihnen getan, um das zu verdienen? Die Chaosscherbe glitzert. Ich weiß, dass wir sofort zum Außenposten aufbrechen sollten, aber ich will noch ein bisschen bleiben, um den Ort zu bewachen, an dem Sekani uns verlassen hat. Auf diese Weise wird Sekanis Opfer nicht umsonst gewesen sein. Könntest du Sekanis Scherbe zu meinen Eltern bringen? Ich werde irgendwann zurückkehren, aber wenn ich weg bin, wird Sekani hier alleine sein. Ich weiß, es klingt komisch, aber ich möchte noch ein bisschen länger an diesem Ort bleiben, an dem Sekani fortgegangen ist, damit er sich nicht einsam fühlt. Bitte geh schon mal vor. Danke für deine Sorge. Das Mädchen kämpft mit den Tränen und hält ihren Blick auf die Stelle gerichtet, an der ihr Bruder gestorben ist. Sie hatten es auch schwer. Sie entkamen mit ihren Eltern, nur um dann getrennt zu werden. Es ist eine traurige Wahrheit, diese Katastrophe, aber die Jüngsten von uns haben keine großen Überlebenschancen. Deshalb bin ich froh, dass Kepri überlebt hat. Erstaunt, aber froh. Es ist trotzdem schade, was mit Sekani geschehen ist. Wenn ihre Eltern noch leben, sind sie im Assar-Außenposten. Laut Gemet und Peter versammeln sie die verbleibenden Assar im Außenposten. Wenn du also ihre Eltern finden willst, sieh dort nach. Ich werde mich jetzt um Kepri kümmern. Also mach dir nicht allzu viele Sorgen um sie. Geschichte hinter der Maske. Okay. Oh, da haben wir eine Quest von 4 Nebenquests sozusagen. Hör dir die Geschichte der Assar an, der Vespa überlebt haben. Die Vespa überlebt haben. Ja, faszinierend. Na, das ist mal ein Baum hier. Den nehmen wir aber auch mit. Einfach mal schnell ins Gepäck packen. Baumschrumpfen ist meine Spezialität. Und genau, wir können auch weiterhin hier noch nach Zusatzsachen suchen, wie halt Named Mobs für den Abenteuerfoliant. Ja, den habe ich aber mal richtig gefällt. Wir haben es gefunden. Überprüfe die Reaktion des Steins. Okay, der rauchgehüllte Ort. Ein Assar-Stein, der zum Kristall führt. Die Schwingung des Steins wird im Westen stärker. Wir sollten dieser Richtung folgen. Das hört sich gut an, wenn ich nicht vorher erst diese Richtung hier folgen wollen würde, wegen den Named Mobs. Also für den Abenteuer vorher. Und ich hoffe doch immer auf Sammel-Items. Na, stirb mal. Der hat jetzt aber auch was gebraucht. So, hier in der Ecke soll noch was Wichtiges sein. Wie gesagt, ich benutze Lost Ark Map als Guide. Falls ihr euch wundert, warum ich hier in manche Ecken gehe und weiß, dass da was ist. Wenn ihr den Link braucht, sagt Bescheid. Wenn ihr Fragen zu Lost Ark habt, sagt Bescheid. Und da war der nächste Nate. Den haben wir uns also auch gegönnt. Und wir machen das jetzt so weiter mit den Named. Ich muss halt ab und zu auch ein bisschen Holz mitnehmen, weil in meinem, in meiner Festung, im Housing, da muss man ab und zu Schiffe reparieren, die man auf Mission schickt. Und ich habe immer zu wenig Holz und Erz. Deshalb bin ich manchmal hier so ein bisschen am Farmen. Ist jetzt auch nicht so mein liebstes Hobby, aber ja,
Was tut man nicht alles, damit man die Schiffe reparieren kann? Okay, jetzt müssten wir nochmal hier in die Ecke.